ist natürlich der Adchat.de nicht das Einzige, was euch umtreibt. Ne? Also was sind so die Themen, mit denen ihr heute hier seid oder was euch zurzeit eigentlich am meisten beschäftigt im Alltag oder aber auch vielleicht von den Visionen her? Ihr seid ja beide auch recht visionär denkende Menschen, die auch Vorstellungen davon haben, wie eigentlich Lernen, Schule, Bildung sein könnten. Was ist... Gut, vielleicht in der Kurzfassung? Also im Zentrum meines Interesses im Beruf steht natürlich zunächst einmal, dass die Schülerinnen und Schüler, die ich im Unterricht begleiten darf, was lernen können. Darum geht es, das treibt mich um, dass das Lernen gelingt. So, und das erstmal auf einer ganz allgemeinen Ebene. Das muss nicht digital sein, das muss nicht analog sein, es geht einfach darum, dass gelernt werden kann. Das ist mein Job, dafür kriege ich mein Geld, davon bringe ich den Großteil meiner Zeit, Gott sei Dank. Weil das sehr viel Spaß macht und das ein Geschehen ist, das ganz klar auch zeigt, wie im Prinzip der persönliche Kontakt fürs Lernen eine ganz entscheidende Sache ist. Andererseits treibt mich natürlich auch um, wie ich die Erfahrungen mit dem digitalen Lernen in Didaktik umsetzen kann. Das ist so eine der Fragestellungen. Also welche Lernprozesse können wie auch digital gestaltet werden? Da beschäftige ich mich auch ein bisschen mit im Bereich des Lernstudiums im Rahmen eines Lehrauftrages und stelle da eben diese Frage, wie geht das? Und dann die Frage, wie kriege ich quasi dieses Vernetzte, digital Vernetzte mit diesen persönlichen Begegnungen zusammen. Das erlebe ich jetzt gerade auch hier auf diesem Digital Education Day in Köln. Es sind unglaublich viele Leute da, die man von Twitter kennt. Also das ist im Prinzip das Ganze, also ich saß gerade in einer Session, da hat einer getwittert, ich muss hier gar nicht weiter twittern, weil meine ganze Filterbubble hier drinnen sitzt und twittert, warum soll ich das jetzt noch machen? Und das ist im Prinzip das Schöne, auch hier Leute zu treffen, die beim Adchat.de mittlerweile sehr involviert sind. Wir haben nämlich zwei neue Teams mittlerweile als Moderatoren, die wir aus den Summer Specials im Prinzip auch dann geworben haben. Und da sind jetzt Leute da, die ich hier zum ersten Mal sehe. Und das ist immerhin, ich sag mal, ich nehme jetzt mal Alicia Bankhofer, da ist die Distanz nach Wien, das sind schon ein paar Kilometer. Und man trifft sich dann in Köln bei so einem Tag und freut sich darüber, dass da eben Leute da sind, die über den Adchat.de in die Community reingekommen sind und da mitmachen. Und das sind so die Dinge, die mich beschäftigen, also als erstes das Lernen der Schülerinnen und Schüler, aber auch die Frage, wie kriegt man eigene Lernerfahrung, also das, was ich selbst als Lerner mache, nicht als Lehrer, wie kriege ich das in das Lernen anderer rein? Denn das ist für mich immer der Weg. Ich lerne, schaue, wie das bei mir funktioniert und dann überlege ich, wie ich sozusagen diese Lernerfahrung auch aus neuen Kontexten für andere Lerner auch erschließen kann. Und das ist so das, was mich bewegt. Und da ist der Adchat.de natürlich ein Teil davon, aber nur ein Teil. André, wie ist es bei dir? Das Wichtigste ist natürlich, hat der Thorsten schon gesagt, ich orientiere mich auch ganz gerne an einem sogenannten Horizon Report. Der gibt immer solche Trends, als Orientierung, wie Bildungstechnologie das Lernen verändert. Und lustigerweise, ich arbeite mit der Stadtbibliothek hier in Köln zusammen mit einem Kooperationsprojekt und die Hanne Vogt, die Stadtdirektorin ist, die hat immer diese Gartner-Studie, an die sie sich so ein bisschen festmacht und guckt, was gibt's für Megatrends und setzt die dann in der Bibliothek um und fährt damit sehr gut. Die ist gerade die Bibliothek des Jahres geworden. Genau, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich schaue mir halt, was der Horizon-Report so sieht und dann sieht man halt, mobiles Lernen ist also jetzt mal in den nächsten Jahren, dann kommt Social Media, wird einen großen Einfluss auf das Lernen ausüben und freie Bildungsmaterialien werden mehr in den Fokus kommen und dann wird sich schließlich das Lernen immer mehr ändern vom formalen zum nonformalen Lernen und eben auch, dass die Lernenden quasi Lernprozesse mitgestalten können. Also der Horizon Report ist immer sehr sportlich, der sagt, das Ganze passiert in den nächsten 5 Jahren, aber man sieht halt, dass die Sachen, die da vorausgesagt werden, auch natürlich kommen mit einer Verzögerung. Und man muss auch dran denken, der Reisenreport kommt aus
USA und da ist vielleicht noch ein bisschen anderer Blickwinkel drauf. Genau, und insofern versuche ich halt gerade im Bereich nonformales Lernen Kooperationen zu finden. In dem Projekt mit der Stadtbibliothek zum Beispiel, wo meine Schüler dann als Lehrer quasi aktiv werden und Workshops geben und digitale Medien dann einsetzen und eben dann Bürgerinnen und Bürger aus der Stadt Köln das dann beibringen, wie das geht, wie man einen Blog erstellt oder wie man skypt oder wie man ein sicheres Passwort findet oder auch wie man einen Film produziert, solche Dinge. Und mein EdChat ist ja auch ein gutes Beispiel für nonformales professionelles Lernen, wenn man es so nimmt. Also ich denke, wir können schon sagen, dass wir dabei sehr viel gelernt haben in den letzten 2 Jahren. Und im Internet gibt es ganz viele Beispiele davon. Also das treibt mich so um. Und eben freie Bildungsmaterialien. Das hatten wir eben auch gerade eine Session dazu gemacht mit der Saskia Esken zusammen, die auch das Thema von der politischen Seite auf dem Schirm hat. Eben da Materialien zu entwickeln, bereitzustellen, auch mit den Schülern solche Materialien. Und natürlich letztendlich als Kölner bin ich da auch irgendwo mittlerweile gut vernetzt, eben mit den entsprechenden Gremien, Entscheidern und freue mich, wie das hier vorangeht. Also das ist ja heute schon ein ziemlich großartiges Ereignis, ne, mit über 200 Leuten. Und wie haben wir gesagt, erst Tradition, dann Brauchtum und die Saskia hat vorhin gesagt, in 7 Jahren ist dann Folklore, oder?